Der alte Mann kommt mir bekannt vor. Hey, dort, alter Mann. Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Das kann nicht sein. Oder doch? Mein Name ist Elton. Du kommst mir bekannt vor. Wie dieser Gilblob, den ich mal kannte. Das ist Elton. Hey, habe ich dir schon erzählt, dass ich Erfinder bin? Also, ich erfinde Sachen. Hallo da! Wie bist du auf dieser Insel gelandet? Also, ich wollte einem jungen Kerl meine Zeitmaschine vorführen. Ich glaube, sein Name war Gagbert. Egal, irgendetwas ist schiefgelaufen. Entweder hatte der temporale Verzerrungsemitter eine Funktionsstörung, oder es war etwas mit dem chronokinistischen Spannungsadjuster. Jedenfalls landete ich in der Vergangenheit. Aber nicht da, wo ich dachte. Ich war tief unter Wasser, genau dort draußen vor dieser Bucht. Ich wäre beinahe ertrunken, aber das Portal destabilisierte sich und das Wurmloch kollabierte. Und dann wurde ich von einer riesigen Welle an Land gespült. Hätte die Welle doch nur das Festland erreicht. Wow. Ja, und zum Schluss wusste ich, wie Prinzessin Michelle sich bei ihrer Taufe gefühlt haben muss. Ist das dein Floß? Nein, das ist mein High-Performance-Wassertretboot. Aber du kannst es auch einfach Floß nennen. Warum nimmst du es nicht, um von der Insel wegzukommen? Oh, das will ich. Aber ich fürchte, es fehlen noch ein paar Teile. Wie lange bist du schon hier? Also laut meinen Berechnungen bin ich schon seit fast 20 Jahren hier. 20 Jahre? Und du hast noch keinen Weg gefunden, nach Hause zu kommen? Also, immerhin habe ich schon mein High-Performance-Wassertretboot gebaut. Hast du hier vielleicht vor kurzem den Sheriff gesehen? Nein, aber heute früh war eine ziemlich merkwürdige Person. Mit einem gigantischen Pilz hier. Was haben Sie denn getan, bevor Sie angefangen haben, Boote zu entwerfen? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was Sie vorher gemacht haben. Wie viele Wochen hat ein Lichtjahr? Keine Ahnung, aber ein schnelles Schiff kommt innerhalb von 12 Parsec auf Touren. Warum hält Klebstoff nicht an der Innenseite einer Flasche? Wie soll man den Klebstoff denn sonst wieder rauskriegen? Wenn eine Schildkröte keinen Panzer hat, ist sie dann obdachlos oder nackig? Keine Ahnung. Aber sie bekommt dann ganz bestimmt einen Sonnenbrand. Was passiert, wenn du zweimal nur knapp dem Tod entkommen bist? Dann werde ich aufhören, Munition in meine Taschen zu stecken. Welche Teile fehlen an deinem Floß? Also ich brauche Pedalen und ein Seil, um das Drehmoment zu übertragen. Und ich habe nichts, um ein Ruder zu bauen. Warum hast du kein einfaches kleines Floß gebaut? Weißt du, wie lange es dauert, mit einem einfachen Floß zurückzukommen? Keine Ahnung. Ein paar Tage? Ja, aber mit meinem High-Performance-Wassertretboot kann ich es, glaube ich, in ein paar Stunden schaffen. Was brauchst du nochmal für das Floß? Ein Ruder, Pedalen und ein Seil. Wie funktioniert dein Floß? Also wenn es fertig ist, sitzt der Pilot in dem, was ich gerne den Human Energy Supply Behälter nenne. Oder ist es der Human Engine Support Behälter? Du musst wissen, dass mein Gehirn nicht mehr so gut ist wie vor 20 Jahren. Egal. Der Pilot wird mit seinen Füßen in die Pedalen treten. Die Pedalen übertragen die Kraft auf diese Leine, die dann den Propeller dreht. Der Propeller wird uns nicht nur vorwärts bringen, er wird auch den Piloten kühlen. Okay, ich werde dann mal gehen. Das ist ein weißer Felsen, der am Strand liegt. Autsch, er ist heiß. Die Sonne hat ihn ganz schön aufgeheizt. Das ist ein Zelt, vollgestopft mit Kisten. Du glaubst gar nicht, was im Meer so angetrieben kommt. Ich habe eine ganze Sammlung von Kartoffelpuppen. Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Es sieht nicht sehr bequem aus. Das ist ein Kamm. Ich glaube, der ist aus Fischgräte. Das brauche ich nicht. Meine Haare liegen gut. Das ist eine Zahnbürste. Sie ist aus Seegras. No way. Ich benutze die Zahnbürste eines anderen nicht. Das ist ein großes Waschbecken, voll mit seifigem Wasser. Wieso? Stinke ich? Das ist bestimmt nur zur äußeren Anwendung gedacht.
Es ist jetzt voll aufgeladen. Das ist eine Schürze. Das ist ein Regal voll mit Zutaten. Nur ein typischer Piratenchef, obwohl er ziemlich dämlich aussieht mit der Brille. Ich habe noch nie einen Piraten mit so dicken Brillengläsern gesehen. Was willst du denn? Wie heißt denn du? Ich bin bekannt als Rupert der Rote. Ist es wegen deiner feschen roten Jacke? Nein, es ist, weil ich mir meine Fußnägel rot male. Natürlich ist es wegen meiner roten Jacke, du ignorantes Würstchen. Sucht ihr einen Schatz? Ja, den berühmten verlorenen Schatz vom bärtigen Bart, dem Blasphemiker. Was überzeugt euch davon, dass ihr ihn findet? In einem meiner früheren Berufe war ich das Logbuch des alten Bart, dem Blasphemiker. Nun, der alte gotteslästerliche Bart war ganz schön gebildet. Er muss es von den Affen gelernt haben. Bevor er... Ich glaube, du kennst die Geschichte schon. Also, laut seinem Logbuch hat er jeden Quadratzentimeter dieser Insel erforscht. Bis auf den Punkt, an dem wir gerade stehen. Und warum hat er den Schatz nicht gefunden? Er bekam eine Kanonenkugel in seinen Backenzahn, bevor er den Schatz gefunden hatte. Und niemand sonst weiß, wo er gesucht hat. Bis ich das Logbuch gefunden hatte. Jetzt weiß ich es. Kann ich das Logbuch mal sehen? Ah. Du denkst, ich trage das Logbuch so lange mit mir herum, bis irgendjemand kommt und es mir wegnimmt? Würdest du das tun? Nein. Ich habe das Buch gelesen und dann verbrannt, bevor wir hierher gekommen sind. Wie lange bist du schon hier? Wir suchen den Schatz des alten Bart. Jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr. Warum braucht ihr so lange, um ihn zu finden? Also, wir haben einige Rückschläge erlitten. Zum Beispiel ist unser Schiff ein paar Meilen vor der Küste der Insel gesunken. Kann ich mir mal die Schaufel borgen? Und anfangen, auf eigene Faust den Schatz zu finden? Vergiss es! Du wirst keine unserer Schaufeln in deine Hände kriegen. Du Halunke! Bist du sicher, dass ich mir keine Schaufel borgen kann? Ja! Was hast du gemacht, bevor du ein Pirat wurdest? Ich war Hausmeister im Königlichen Armeemuseum. Aber wenn du das jemandem erzählst, schwöre ich dir, werde ich mit dir die Planken putzen. Was ist mit eurem Schiff passiert? Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit ein paar Kanonenkugeln. Oben und Norden. Anfangs hatten wir keine Angst, da die Kugeln aus wirklich leichtem Holz waren. Wir haben mit der Suche auf den Inseln im Süden angefangen, da in dem Logbuch stand, dass der Schatz dort sein könnte. Wir wussten nicht genau, auf welcher der Inseln der Schatz sein könnte. Also haben wir sie alle abgesucht. Daher wusste ich, dass der Schatz nur noch hier sein konnte. Naja, nach und nach haben wir alle Inseln abgesucht und den Verrückten mit seiner Holzkugelkanone vergessen. Wir hatten einige von ihnen als Souvenir aufgesammelt, aber einige von ihnen fingen an zu verfaulen. Und ohne unser Wissen verteilte sich das Verrottete über das ganze Schiff und fraß lauter Löcher durch die Bordwand. Dann, eines Morgens, als mein Koch Pfannkuchen machte, wasch, füllte sich das Schiff schneller mit Wasser, als wir gucken konnten. Also nahmen wir unser ganzes Zeug und schwammen zur nächsten Insel. Was ist mit eurer Mannschaft? Was haben die vorher gemacht? Willst du das wirklich wissen? Ja, das will ich. Wirklich? 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 Ja, und wenn du es mir nicht gleich sagst, sag ich nochmal wirklich. Sie waren nicht immer Piraten. Mein Koch Edmund. Edmund? Ja, böser Edmund. Er war ein Buchhalter. Du wolltest es wissen. Was ist mit den anderen Kerlen? In der Krippe? Das ist Dave. Dave war ein Schuhputzer. Was für ein Name ist Dave für einen Piraten? Er ist, der dreckige Dave. Also, du wolltest es wissen. Ihr Typen seid doch keine echten Piraten, oder? Sehen wir nicht wie Piraten aus? Ich habe ein Holzbein und eine Augenklappe. Was brauchst du noch? Ich weiß nicht. Ihr seht einfach nicht wie echte Piraten aus. Ich glaube, es ist diese alberne Brille. Bist du sicher, dass es nicht daran liegt, dass ich keinen Papagei auf der Schulter habe?
Nein, es ist die Brille. Ein echter Pirat trägt keine Brille. Bist du dir da sicher? Ich könnte eine Rumflasche halten. Ja, das ist es. Ich brauche eine Flasche Rum. Nein, das würde nichts nützen. Es ist die Brille. Warte. Ich weiß, was fehlt. Ich brauche einen lustigen Hut auf meinem Kopf. Das ist es, was mir fehlt. Nein, es ist definitiv die Brille. Du siehst damit nicht aus wie ein echter Pirat. Okay. Wir brauchen die Brillen nicht. Um ehrlich zu sein, das sind keine Brillen. Es sind Schutzbrillen. Beweis es. Wir müssen gar nichts beweisen. Was ist denn so lustig? Ich dachte daran, wie das in den Geschichtsbüchern aussieht. Wenn sie darüber schreiben, wie die drei Schwachköpfe ausgesehen haben, die den Schatz gesucht haben. Wir sind keine Schwachköpfe. Okay, Männer, nehmt die Brillen ab. Siehst du? Ich kann auch ohne sehen. Oh, entschuldigt. Jetzt seht ihr wie Piraten aus. Es lag nur an den Brillen. Also, wir brauchen diese Brillen nicht. So, du Schlingel. Jetzt sehen wir aus wie echte Piraten. Ich muss meinen wieder aufladen. Diese Pedalen können jeden Moment abfallen. Es ist entweder eine Schaufel oder ein ziemlich großer Löffel. Ich will ihn nicht. Wow, Sand? Was erwartest du, soll ich sagen? Ich brauche keinen Sand. Es ist etwa... Es sieht aus wie eine Kiste. Wenn ich noch etwas weiter grabe, kann ich sie rausholen. Hier, ich hab sie. Hey, das muss der Schatz sein, den die Piraten suchen. Also der Finder behält's. Dann kann ich mich unter den Eisenstangen durchgraben. Junge, hier ist es dunkel. Die sehen immer noch so stabil aus wie von draußen. Das mache ich besser nicht. Es ist jetzt voll aufgeladen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Schatz des bärtigen, gotteslästerlichen Bart. Jetzt werde ich reich und...
Noch eine Kiste? Mit meinen bloßen Händen kann ich die nicht öffnen. Okay, aber da ist der Schatz drin. Und? Noch eine Kiste? Okay, aber da ist der Schatz drin. Ja, kritzakrutzen drin. Das Brecheisen bricht. Und? Noch eine Kiste? Diese mickrige Kiste muss sich doch öffnen lassen. Endlich! Der Schatz von... Was ist das? Eine Kartoffel und eine Nachricht? Es ist eine erstaunlich gut erhaltene Kartoffel. Das ist eine Nachricht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich muss mein wieder aufladen. Es ist jetzt voll aufgeladen. Er leuchtet wirklich. Das ist ein Puzzle. Es sieht so aus, als müssten die Felsbrocken ein Bild ergeben. Das ist ein 5-Liter-Eimer mit einem Loch. Das ist ein 3-Liter-Eimer. Das ist ein Bambusstock.
Das sieht aus wie eine Skala. Das ist eine Brücke, die von der Decke der Höhle herunterhängt. Sieht aus wie eine Wasserpumpe. Das ist ein 5-Liter-Eimer mit einem Loch. Bist du wirklich der Piratenchef? Sieh! Was kannst du kochen? Also ohne meine Brille? Ich meine ohne meine Schutzbrille? Alles, was ich richtig kann, ist Gelee. Du kannst Gelee machen? Hier draußen auf dieser abgelegenen Insel? Sicherlich. Das ist ein großer Klumpen hellgrünes Gelee. Ich glaube nicht, dass der Eimer lange Wasser halten wird. Dieser Stöpsel sieht nicht sehr dicht aus. Ich glaube nicht, dass der Eimer Wasser halten wird. Kannst du mir noch mehr Gelee machen? Sicherlich. Das ist ein großer Klumpen unglaublich hartes Gelee. Wozu wäre das gut? Das ist ein Eimer, kein Helm. Das ist ein Sack, voll mit Zucker. Ah, das Gelee löst sich auf. Das Gelee sitzt gut und füllt das ganze Loch aus. Das ist ein 5-Liter-Eimer mit 2 Liter Wasser. Das ist ein 3-Liter-Eimer mit 2 Litern Wasser.
Hey, das funktioniert! Ruido, gerezo, encantado. Hongo de la vida. Stopp! So, junger Gilberto, du hast meine Maskerade durchschaut. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Obwohl der alte Mann gesagt hatte, ja, es war Abraham, der dir geholfen hat, meinen Plan zu vereiteln. Oder? Mein Großvater hat damit nichts zu tun. Es war die Prinzessin, die... Ich habe das alles selbst herausgefunden. Die Prinzessin. Ich hätte wissen müssen, dass sie das versuchen wird. Ich glaube, ich werde dem Ball eine Lehre erteilen müssen. Du lässt sie in Ruhe. Wer soll mich aufhalten? Du? Bewerte deine Rolle in dieser Angelegenheit nicht über, junger Gilberto. Du bist nur eine Schachfigur, ein unwichtiges Detail, manipuliert von einer Prinzessin, die selber nichts ausrichten kann, aber ihren kleinen Wurm von Vater zu lenken. Glaubst du, dass ein Mann, nein, ein Junge, so wie du, mich von der Erfüllung meiner Träume abhalten kann? Kann. Er ist schon längst wach. Du siehst, Gilberto, du kommst zu spät. Nein! Una patria dominata finita junto a Grilletto Buncaraca. Ich muss das Ritual beenden. Ich werde dich nicht lassen. Du kannst meine Bestimmung nicht verhindern. Lass los! Nein, du lässt los. Hab es! Nein, du kannst nicht das ganze Ritual zerstören. Oh, wirklich? Hier ist es, wie man eine Wiederbelebung umkehrt. Urmute, Puku, Rivip, Dangle, Dudu, Pickle, Tix. Du unglaublicher Dummkopf. Kapier es, Sheriff. Du hast verloren. Oh nein, junger Gilberto. Du denkst du, ich habe keinen zweiten Plan? Ich werde die Kraft haben, die man mir schuldet, so wie meine Visionen es voraussagen. Du hast noch mal Glück gehabt. Aber dein Glück wird dir nicht helfen, wenn ich deine Prinzessin entführe. Und sie als meine Geisel nehme für den Thron ihres Vaters. Das ist der Pilz von Fungoria. Aber es wird der Eintopf von Fungoria, wenn ich ihn da nicht so schnell wie möglich raushole. Er ist zu heiß, um ihn mit bloßen Händen anzufassen. Funktioniert. Jetzt kann ich meinen Großvater retten und den Sheriff aufhalten, bevor er Michelle entführt.